So, willkommen zurück bei Dark Souls mit Maro. Wir haben es geschafft, hier auf den Turm zu kraxeln. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir oben sind, um dementsprechend nach unten gehen zu können. Wir sind hier. Ah. Und du bist respawned. Wir haben ja unten was zu tun. Haben unsere Menschlichkeit ja auch ab. Ich würde so gerne mal hier runterspringen. Nur um es zu testen. Aber es mir keine 7000 sehen. Obwohl, die bleiben hier oben stehen, ne? Wo komme ich raus? Hier. Wollte ich da raus? Wo kommst denn du her? Oh ja, hier wollte ich hin. Oh. Ein Glück. Oh, eigentlich ist es okay hier runter. Spart mir halt ein bisschen Zeit. Wir müssen aber beachten, dass wir. Obwohl, ich habe eine neue Falle gekauft. Au. Dass das passiert. Aber zwei Essensflaschen ist mir wert, da unten alles mitzunehmen. Naja, du kommst ja schon hinterher, und irgendwann musst du sterben. Das Schöne ist, wenn wir zurück wollen, müssen wir immer den Homeward Bone benutzen. So. Oh, geil. Das Loch ist sogar gespeichert worden. Cool. Gucken wir dann mal direkt hier. Und dann? Ich werde dich nicht aufhalten. Hi. Jo. Na, ich trau dir nicht. Okay.
Ja. Kann ich looten, ohne dass ich runterfalle? Seele hält. Und jetzt kommt ein Stein an. Langer Fall. Ich bin mal gespannt, ob noch was gerollt kommen kann jetzt. Ja. Nichts getroffen ist da. Machen wir mal weiter. Oh. Na komm her. Na komm. Na komm. Oh. Na komm her. Ich beiß schon nicht. Das machst du ja schon. Sei natürlich mein Schwert in deinem Hintern beißt dich. Yay, das Schlangenschwert. Nur Schlucki Schlucki machen. Warten, bis es angerollt kommt. So, und jetzt los. Puh. Ah. Du kannst mal schön in die Richtung drehen, wo es niemanden stört. Sollte ich jetzt sterben, werde ich einfach oben den Typen killen. Ah, stimmt, ich muss dich wegmachen. Stimmt, da wollte ich nicht raus. Warum kann ich hier runterklettern? So, das ist ein Mimik, ich weiß es. Falle. Ich mach's mal vorhin hin, falls das für keiner drauf reinfällt. Achtung vor dir. Käfer, Giftkiste,
So. So, woran erkennt man, dass das eine falsche Truhe ist? Die Kette in die falsche Richtung ist. Na, ich fühle nicht, dass er mir im Rücken ist. Wer das macht und mich trifft, bin ich tot. Aber tut er natürlich nicht. Blitzspeer, der ist strong. Das müssen wir mal gucken, aber stronger ist als mein Gruppensäbel. Oh ja, er macht 288 Damage. Er skaliert zwar nicht, aber mein Gruppensäbel macht nur 229 Schaden. Das erste. Der Vorteil an Sperren ist, wenn man blockt, kann man zustechen. Ich glaube, ich sollte mir das andere Schild dann anziehen, solange ich das hier nutze. Das Grasschild. Und wir haben noch nicht herausgefunden, wie man zu dem einen Ding nach unten kommt, ne? Oh. Die haben wir geöffnet. Die auch. Hier ist der Fahrstuhl, der die Falle ist. Hier ist sonst nichts. Hier kommt man runter, wenn man oben runter springt. Hier ist auch die Leiche gewesen. Hier kommt man tiefer. Du bist mal echt zufälligerweise. Hier kommt man runtergesprungen. Hier geht's weiter und hier komme ich da raus, wo man nicht mehr zurückkommt. So. Nur wie kommt man an die Leiche, die ganz am Eingang ist? Karte wäre halt cool, ne? Der kommt nicht hier runter. Glück gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das überlebt, eigentlich den Sturz darunter. Über die Kiste sonst gar nichts. Ah. Kann ich nicht mal einen nach unten schubsen? Okay, sind blitzimmun.
Wie das YOLO? Ah, ich riskiere es. Nein, es ist tödlich. Jetzt hole ich mal schnell meine Seelen zurück. Oh, das erspart mir die Aufgabe, die Seelen zurückzuholen. Schade um die 11.000 Seelen, aber ich muss es ausprobieren. Spawn der andere neu, der Schmeißer? Ja. Nee. Achso. Schieß mal die Pfeile alle. Der nervt eh. Ja, Kopf zielen. Haben wir was, das bringt, ihn umzuschießen? Naja, ziemlich blöd in diesem Spiel, wo man seinen anderen Schubs die ohne Levons zu machen. Ich mag diesen Trend sowieso nicht. Ah, komm. Wie das ganze Blut da rausspritzt aus seinem Gesicht. Ist der Harlem Shake aus YOLO entstanden oder ist YOLO irgendein anderer Mist? Und wirklich auf Bogenschützen passiert, wenn man weit aus die Gegner wegrocken kann. Aber ich hatte den Bogen von Fares und dann Fluss 12 oder so. So, das war's mit diesem lästigen Stein. Ist ja nur die Frage, ob der Blitzstern stärker ist als meine Waffe. Hätte ich hier rüberspringen können?
Soll ich das ausprobieren? Lohnt sich das? Nein. War ich da oben schon? Was soll denn da sein, dass man da hingehen kann? Ich war ja meine Leiche. Ja, ich muss testen, ob irgendeine unsichtbare Wand hier ist. Bin ich überfragt, wo man da hoch kann. Warum man dann Flaschen hinschmeißt und warum man da hinlaufen kann. Ich habe meinen schwarzen Ritter kurz. Oder sterben quicklich dabei. Da. Apropos, ich habe doch hier irgend so ein Rapier gewonnen. Eine Sense? Okay. Peitsche, helle Bade, Flügelspeer, Dämonenkeule. Wie Katz Degen. Irgendwas hat er gut. Weiß. Was sowas mit dem Lightning Spear. Und wenn wir damit nicht schaffen, machen wir es mit dem Katana. Aber trotzdem seltsam, was es hier bringen soll. Was mir auch gefallen ist, da ich sowieso nicht parry, kann ich ja eigentlich auch das so ein großes Schild mir mal besorgen. Ja. Okay, verdammt kann man die Ausdauer rein. Ich würde das aus. Wir haben ja noch so ein Schild, das Graswappenschild. Das da. Hat leider nur 95% physische Reduktion, aber dafür halt diesen coolen Regenfaktor. Pass auf, Abkürzung. Also muss hier irgendwas sein, was man abkürzen kann. Machen wir mal die Wände ein. Oder soll ich hier runterspringen? Nee, darunter ist tödlich. Seht ihr ja auch. Was meinen die wohl damit? Wo steht der Bogenschütze? Achtung, Abkürzung. Die wollen am Ende wirklich darauf verlangen, dass man da runterspringt. Ich meine, jetzt verlangt es mich auch, da runter zu springen, um nachzugucken, aber. Keine. Ja, die ganze Zeit ist echt hier. Und jetzt da runter ist tödlich. Absolut tödlich.
Ich verstehe es nicht. Abkürzung wohin? Hm. Abkürzung wohin? Wo geht das hier hin? Ach, hier ist ein Typ mir hoch. Der Fläschchenschmeißer. Und da hinten ist der Boss. Achtung, Abgrund. So. Falscher Knopf. Eisengolem. Er stirbt. Rachsüchtiger Kerl. Ah, stimmt, schwerfällig. Au. Eisengolem Kernstück. Menschlichkeit. Oh, der Ring aus Licht bringt uns danach an Rolando. Ich würde sagen, den bedrücken wir erst beim nächsten Besuch in der Welt von den dunklen Seelen. Daher sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö.